ein Zoom-Meeting im Browser starten. Für ein Zoom-Meeting bekommst du einen Link, den habe ich jetzt hier bereits im Browser eingegeben und dann sieht das ungefähr so aus. Normalerweise öffnet sich direkt eben sozusagen dieses Pop-up, wo du dann die App starten kannst, das Zoom-Meeting öffnen. Das Problem ist einfach, wo ich vielfach feststelle, dass das extrem lang dauert teilweise, bis diese App dann endlich die Verbindung hergestellt hat. Jetzt gibt es aber noch eine andere Möglichkeit, dass man Zoom direkt im Browser öffnen kann. Nicht in der App. So, ich klicke das jetzt hier also weg auf Abbrechen. Und hier unten habe ich auch nochmals zwei Links. Da ist einer also zum Herunterladen von dieser App-Software oder diesem Launcher eigentlich. Und hier steht das andere. Wenn die Aufforderung nicht gekommen wäre, dann klicke ich hier, kann man hier draufklicken. Das mache ich jetzt. Herunterladen wollte ich es also nicht, sondern ich klicke einfach hier drauf. Jetzt hast du vielleicht kurz gesehen, da ist nämlich hier unten eine weitere Zeile dazugekommen. Diese Zeile, die ist jetzt neu hinzugekommen. Wenn Sie die Anwendung nicht herunterladen oder ausführen können, treten Sie über Ihren Browser bei. Das kommt also erst jetzt an dieser Stelle. Das wird eben nicht von Anfang an angezeigt. Und jetzt kann ich hier draufklicken und Zoom öffnet jetzt hier in diesem Browserfenster. Das ist jetzt ein Meeting, das bereits abgelaufen ist, respektive er sagt mir, dass es noch nicht begonnen hat. Völlig egal. Da wird dann eben dieses Meeting direkt geladen. Es gibt dann hier noch ein oder zwei Klicks, die du machen musst. Computer, Audio teilnehmen oder irgend sowas. Und zwar wird das, glaube ich, zweimal angezeigt. Klick dann einfach mal drauf auf den einen und dann möglicherweise noch auf den zweiten Link oder Button auch nochmals. Du siehst es dann, weil es ist dann hier so quasi wie ein Overlay drüber. Und wenn er dann die Übertragung startet und dann eben die Verbindung aufgebaut wird, ganz komplett, dann verschwinden dann eben auch diese Buttons, wo heißt mit Computer, Audio teilnehmen. Die verschwinden dann und das Bild ist dann ganz normal da. Also das ist aus meiner Sicht die schnellste Möglichkeit, ein Zoom-Meeting zu starten, respektive teilzunehmen. Zumindest jetzt hier auf diesem, meinem Rechner da, war das teilweise sonst extrem mühsam, bis der Zoom-Launcher sozusagen endlich mal die App gestartet hat und die dann da war und so weiter. Vielleicht auch noch etwas, es kann sein, dass du dann hier noch dein Name oder die E-Mail-Adresse abgefragt hast, das kann noch sein. Dann musst du das dann entsprechend noch eingeben. Du siehst ja dann, was da erscheint. Dann trägst du das halt noch ein, was du eintragen solltest oder was er verlangt. Und dann geht es dann eben weiter. Das ist eine versteckte Funktion, wo man also Zoom direkt im Browser öffnen kann. Die wird eben nicht sofort direkt angezeigt, sondern über diesen kleinen Umweg, wie ich das ganz am Anfang des Videos gezeigt habe. Okay, vielleicht hat dir das auch etwas weitergeholfen. Freue ich mich drüber. Bis zum nächsten Mal.